Heute gibt's mal wieder ein neues Update. Nicht von Minecraft, sondern von mir selber. Ich habe mir jetzt nach langer Zeit und nach langer Überlegung und nun gibt's es auch endlich wieder, eine Xbox Series X geholt. Ja, meine alte Konsole, die habe ich jetzt erstmal zur Seite gepackt, da ja, ich wirklich, sage ich mal, umrüsten musste. Denn Minecraft, ihr kennt es vielleicht, hat bei mir ewig geladen. Das hat ja schon keinen Spaß mehr gemacht anzumachen. Doch nun, mit der neuen Konsole, ja, geht das ruckzuck. Schon bin ich in Minecraft drin. Aber nicht nur das ist verbessert. Denn mit der neuen Konsole ist Minecraft einfach, ja, viel flüssiger. Es macht mehr Spaß einfach zu spielen. Man kann viel weiter gucken. Man kann, wenn es irgendwann mal kommt, auch Raytracing aktivieren. Ist leider noch bei mir ausgegraut. Ich weiß nicht ganz warum oder wieso oder weshalb Minecraft das noch nicht rausgehauen hat, aber ich hoffe, es kommt sehr bald. Denn nun bin ich auch dabei und habe eine schöne neue Xbox. Es ist einfach nur so schön, dass man jetzt in Minecraft ganz normal spielen kann. Abgesehen natürlich von anderen Spielen, die in der Raytracing-Grafik bestimmt jetzt so alle nachgerüstet werden. Da bin ich mal ziemlich gespannt, wie das alles so aussieht. Naja, Freunde, jedenfalls so eine kleine Info für euch, dass ihr jetzt wisst, der Hotdog, der kann wieder schön Minecraft spielen, ohne dass es ruckelt, ohne dass es lange lädt. Und ja, das ist einfach wunderbar. Und wenn du natürlich jetzt in Zukunft nichts mehr verpassen willst, dann drück einfach mal den Abo-Knopf, denn ich habe gesehen, 90%, die haben noch nicht abonniert. Und das ist natürlich, ja, eine ganz schöne Menge. Aber ansonsten war es das wieder für heute. Vergiss nicht, hier oben in der Infobox sind noch weitere Videos. Ansonsten hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.